Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. In der letzten Folge wurde eine Frage aufgeworfen: Wer war vorher da? Mal sehen, was uns dieser Charakter für eine Antwort geben kann. Wenn die Proteaner nicht die ersten waren, wer war es dann? Ich weiß nicht. Es gibt kaum Beweise für die Existenz der Proteaner. Und noch weniger für jene, die vor ihnen da waren. Ich kann meine Theorie nicht beweisen, aber ich weiß, dass ich recht habe. Die Galaxie basiert auf einem Zyklus der Vernichtung. Jedes Mal, wenn eine Zivilisation ihren Höhepunkt erreicht, erfährt sie ein brutales Ende. Zurück bleiben nur Ruinen. Die Proteaner eroberten von einer einzigen Welt aus die gesamte Galaxie. Aber auch sie konnten jene, die vor ihnen da waren, nicht übertreffen. Ihre größten Errungenschaften, die Massenportale und die Zitadelle, basieren auf der Technologie ihrer Vorgänger. Wie alle anderen vergessenen Zivilisationen der galaktischen Geschichte, verschwanden auch die Proteaner wieder. Und ich möchte herausfinden, warum. Ich kann Ihnen helfen. Sie wurden von einem bewusstseinsfähigen Maschinenvolk ausgelöscht. Den Reapern. Den Reapern? Das habe ich noch nie gehört. Woher wissen Sie das? Haben Sie Beweise dafür? Der Sender. Auf Eden Prime gab es einen beschädigten proteanischen Sender. Er hat mir eine Vision übermittelt. Ich bemühe mich, diese Eindrücke zu deuten. Visionen? Ja, das ergibt Sinn. Die Sender wurden entworfen, um Informationen direkt an den Verstand der Empfänger zu übermitteln. Es gibt kaum noch funktionstüchtige Sender. Kein Wunder, dass die Gate Eden Prime angegriffen haben. Die Möglichkeit, einen funktionierenden Sender zu bekommen, egal wie beschädigt, ist fast jedes Risiko wert. Aber die Sender waren nur für die Kommunikation unter Proteanern programmiert. Jegliche Informationen, die sie erhalten haben, müssen sehr unstrukturiert gewesen sein. Ich bin erstaunt, dass sie überhaupt einen Sinn daraus lesen konnten. Ein weniger starker Verstand wäre bei diesem Vorgang zerstört worden. Sie müssen über einen bemerkenswert starken Willen verfügen, Commander. Das hilft uns nicht, Saren zu finden. Oder die Röhre. Natürlich, Sie haben recht. Meine wissenschaftliche Neugier lässt mich nicht los. Leider habe ich keine Informationen, die Ihnen auf der Suche nach Saren oder der Röhre helfen könnten. Sie können uns trotzdem helfen. Ich weiß nicht, warum Saren hinter Ihnen her war. Aber ich denke, dass es besser ist, wenn Sie mit uns kommen. Danke, Commander. Saren wird mich vielleicht weitersuchen. Hier auf Ihrem Schiff fühle ich mich in Sicherheit. Und vielleicht kann Ihnen meine Kenntnis über die Proteaner noch weiterhelfen. Und Ihre biotischen Fähigkeiten könnten uns auch im Kampf weiterhelfen. Willkommen an Bord. Schön, Sie bei uns im Team zu haben, Liara. Danke, Commander. Ich bin sehr dankbar, dass... Oh, mir ist gerade etwas schwindelig. Sieht man. Wann haben Sie zum letzten Mal gegessen? Oder geschlafen? Dr. Chuck, was wird Sie besser untersuchen? Wahrscheinlich nur mentale Erschöpfung. Und der Schock darüber, dass ich jetzt weiß, was mit den Proteanern geschehen ist. Aber es kann nicht schaden, wenn ich mich von einem echten Arzt untersuchen lasse. Dann kann ich die ganze Sache auch noch einmal überdenken. Sind wir fertig, Commander? Wir sprechen später. Wir sprechen wieder, wenn Sie die Ärztin gesehen haben. Alle anderen, wegtreten. Die Missionsberichte sind fertig, Commander. Soll ich sie zum Rat durchstellen? Ja. Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich baue den Link jetzt auf, Commander. Wir haben Ihren Bericht erhalten, Commander. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass Dr. Zony bei Ihnen an Bord ist. Ich darf doch davon ausgehen, dass Sie entsprechende Sicherheitsmaßnahmen getroffen haben. Sie möchte helfen. Liara ist auf unserer Seite. Die Geth haben versucht, sie zu töten. Benesia würde es niemals zulassen, dass Saren ihre Tochter tötet. Vielleicht weiß sie nichts davon. Oder wir haben sie falsch eingeschätzt. Wir hätten auch niemals erwartet, dass sie zur Verräterin würde. Zumindest aber war die Mission ein Erfolg. Abgesehen von der vollständigen Zerstörung einer bedeutenden proteanischen Ruine, war das eigentlich wirklich notwendig, Shepard? Gut und knapp. Ja. In den Ruinen wimmelte es nur so von Geth. Wir hatten Glück, dort überhaupt lebend rauszukommen. Selbstverständlich, Commander. Die Mission hat immer Priorität. Viel Glück, Commander. Und denken Sie daran, wir alle zählen auf Sie. Sieht man. Okay, was können wir in der Konsole denn noch machen? Ah, ein Überlichtgeschwindigkeits-Kommunikationslink. Gibt einem 22 XP und das ist doch schon mal gut. Und so, jetzt sind wir frei auf der Nominee.
schon noch die Möglichkeit, mit Liara oder mit Ashley eine Beziehung anzufangen. Ich muss noch überlegen, welche. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich muss kurz mal den Sound einstellen. Und das packe ich auf 60 hoch. Mal sehen, ob es so passt. Okay. Gucken wir erstmal ins Missionslog. Das war L. Nein? Nein? Ich hab Gott keine Ahnung. Nein, der war nicht. Da. Ist der Codex. Scheiß drauf, wir haben 9 Punkte. 9 verdammte Punkte, das ist doch schon mal gut. Als erstes würde ich sagen, schalten wir. Diese Hilfe ist wirklich gut. Aber. Was haben wir noch mit Dämpfung? Das ist praktisch. Dass die Waffen weniger, dass die Feinde weniger schießen können. 50% Schaden bekommen und so weiter, das ist doch schon mal geil. Und dann. Okay. Sind wir hier? Hundertfünfundzwanzig Schuss. 4 Punkte. Oder Spectre-Training. Ja, Einigkeit brauchen wir auf jeden Fall. Damit können wir Töte-Kameraden wieder auferstehen lassen. Weil sie niedergestreckt wurden. Ist ganz praktisch. Okay. Ich weiß, haben wir noch eine Mission auf der Citadel. Dann gehen wir uns mal dahin. Mal gucken, was wir ausrichten können. Es gibt wirklich verdammt viele Systeme hier. Normalerweise ist hier noch alles voll, aber das ist nämlich freigeschaltet für uns. Ins Windows-System reisen. Ja. Animation, wie schon gesagt. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Commander Shepard, mein Name ist Nasana Dantius. Ich habe einen Job für Sie. Über ungesicherte Kommunikationswege möchte ich jetzt keine Details nennen. Wenn Sie an meinem Angebot interessiert sind, kommen Sie bitte auf die Zitadelle, damit wir uns unter 4 Augen unterhalten können. Ich werde in der Diplomaten-Lounge im Präsidium auf Sie warten. Das klingt doch schon mal interessant. Was ist denn da los? Wirklich monströse Station. Also. Ist wieder eine hübsche Animation im Ladescreen. Ja, hat immer wieder was. Und voll gegen den Pfosten gefahren. Ne, leider nicht. Schon eine Kunst, dort zu landen, das muss man den Typen lassen. Schauen. Wen nehmen wir mit? Auf jeden Fall Ashley. So Rex auf jeden Fall. Nochmal Ashley. Dann war gut dabei. Also Ashley ist perfekt geeignet, um uns vor Unterstützung zu leben. Treffen wir uns jetzt mal mit Nasana Dantius. Und mal schauen, was sie für uns hat. Woher kenne ich den Namen ja noch, aber. Erstmal wieder einen hübschen Ladescreen. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen.
Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Exo Presley, gut. Nein, aus. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Aus. Machen wir mal was. Scheiße. Achtung! Stehen Sie bequem. Verdammt. Rear Admiral Mikhailovich, 5. Flotte. Was für eine Überraschung. Wir haben Sie nicht erwartet, Sir. Ich hätte sonst eine formellere Begrüßung angesetzt. Sparen Sie sich die Nettigkeiten. Ich habe das Kommando über die 63. Speyerflotte hier. Nach dem Testflug sollten Sie und die Normandy mir unterstehen. Dann streckte der Rat seine Hände. Klauen, Tentakeln, was auch immer. Sie streckten sie nach unserem Schiff aus. Und nach Ihnen. Nehmen Sie es als eine Chance. Ich diene immer noch der Allianz, Sir. Und als Spectre kann ich unsere Interessen beim Rat vorantreiben. Sie wissen aber schon noch, welche Farbe Ihr Blut hat, oder, Shepard? Ich missbillige die Entscheidung der Politiker nicht unbedingt, Sie dem Rat zuzuweisen. Es ist eine Chance. Ich missbillige allerdings dieses überladene Stück Blech. Ein hübscher Grafikfehler hier an der Seite von Rex. War lustig. Die ist nicht überladen. Die Normandy ist ein gutes Schiff, Sir. Bisher hat sie uns treue Dienste geleistet. Sie ist eine Spielerei, Commander. In einem Kampf um Leben und Tod ist sie nutzlos. Dieses Experiment hat unser Haushaltsbudget Milliarden gekostet. Für das gleiche Geld hätten wir einen schweren Kreuzer bekommen können. Aber nein, wir mussten ja nett zu den Turianern sein und ein Heidengeld für einen gemeinschaftlich erbauten Schrotthaufen rauswerfen. Ich bin wegen einer Inspektion hier, Commander. Die Normandy ist ein Kriegsschiff der Allianz. Ich erwarte, sie in Topform zu sehen. Nur zu. Wir würden uns geehrt fühlen, sie Ihnen zu zeigen, Admiral. Da bin ich mir sicher. Warten Sie hier, es wird nicht lange dauern. Commander, ich bin nicht besonders glücklich. Das tut mir aber leid. Tut mir leid zu hören, Sir. Wer hat diese Operationszentrale entworfen? Den Commander Achtern von allen anderen zu platzieren, ist absolut ineffizient. Was passiert denn, wenn er etwas mit den Crewmitgliedern am Bug besprechen muss? Das ist turianisches Design. Modifiziertes turianisches Design. Sie bevorzugen es, wenn Ihre Commander Ihre Untergebenen beaufsichtigen, statt in ihrer Mitte zu fungieren. Wir wollten abwarten, wie effektiv Sie mit einer solchen Anordnung kommandieren können. Durchaus nachvollziehbar. Aber das hätte man auch in einem Labor herausfinden können, statt auf einem Kriegsschiff in vorderster Linie. Ich habe mich sehr über Ihren Antriebskern gewundert. 120 Milliarden Credits Element Zero, nur um dieses Ding ungesehen in Bewegung zu setzen. Sie können sich sicher vorstellen, dass man mit dem Geld Antriebskerne für 12.000 Jäger hätte herstellen können. Was für einen Sinn hat es überhaupt, sich für ein paar Stunden zu verstecken? Nutzlos. Es ist durchaus nützlich. Wir können uns in ein feindliches System schleichen und den Verkehr beobachten. Oder Infiltrationsteams auf feindlichen Welten absetzen. Die Normandy ist um Längen effizienter als ein salarianisches STG. STG, bitte. Vielleicht. Aber das sind auch nicht die Aufgaben eines Kriegsschiffs. Unsere Aufgabe ist es, die feindliche Flotte zu finden und zu eliminieren. Und nicht nachzuzählen, wie oft ihre Garnison ins Bad muss. Wir müssen auch über ihre Crew sprechen, Commander. Krogana? Azari? Turiana? Was denken Sie sich eigentlich, Commander? Sie können doch Aliens keinen freien Zugang zu Allianzausrüstungen gewähren. Es sind Verbündete. Wir haben neben Saren und den Geth noch genug Feinde da draußen. Wer anderen Spezies mit Argwohn und Misstrauen begegnet, gewinnt sicher keine Herzen für sich. Das würde voraussetzen, dass jene Herzen es wert sind, sie zu gewinnen. Und das muss noch bewiesen werden. Ach. Haben Sie sonst noch was zu sagen, Commander? Eine andere Rechtfertigung für den Zustand dieses Schiffes vielleicht? Leider können wir diese Aktion nicht machen, da es noch zu früh war. Aber da ich die Mission unbedingt fortsetzen möchte, ja, vielleicht kann man sie irgendwann mal später noch zeigen. Nein, Sir. Sehr gut. Ich stimme nicht mit Ihnen überein. Aber Ihre Argumentation scheint stimmig zu sein. Ich werde dem Militärstab des Rats einen Bericht schicken, der positiver ausfallen wird, als ich es geplant hatte. Gut gemacht, Commander Shepard. Wir sind stolz auf Sie. Vielen Dank, Sir. Ja. Okay, jetzt heißt es Fahrstuhlfahren, unsere Lieblingsbeschäftigung hier in Mass Effect.
schönes Design des Fahrstuhls. Ein salarianisches Ausgrabungsteam ist nach Freilegung einer proteanischen Ausgrabungsstätte auf ein unerwartetes Problem gestoßen. Hanar-Protestanten blockieren die Ausgrabungsstätte und verlangen, dass die Artefakte der Entflammten, wie sie die Hanar nennen, nicht gestört werden dürfen. Das Ausgrabungsteam hat sich an die Hanar-Vertreter auf der Zitadelle gewandt, um eine diplomatische Lösung zu finden. Weiß wissen, Hanna sind sowas wie Quallen mit langen Tentakeln, auf die sie laufen. Sieht ziemlich lustig aus und die sprechen ziemlich bekloppt. Aber. Ja. Reporter. Nicht schon wieder. Dafür ist es eindeutig noch zu früh, soweit ich weiß. Falsche Richtung. Müssen wir nochmal da vorbei? Ich will nicht in ihren Interest-Radius gelangen, weil sonst müssen wir mit ihm antworten. Dafür sind wir nicht bereit genug. Ich muss sagen, Präsidium und ab zu den Botschaften. Ach, hier sind hübsche Ladebildschirme. Botschaften. Entschuldigung, Commander Shepard. Hätten Sie vielleicht einen Augenblick Zeit für mich? Später. Shut my buddy. Zu den Botschaften. Hier? Ich habe ja so ein Glück, hier einen Job bekommen zu haben. Ein wirklich toller Ort. Glaube ich zwar nicht, aber wenn man einsammeln, was man kriegen kann. Und Toriana und hier oh, ein Keeper. Sogar ein guter Scan. Haben wir da $20 für bekommen. Oder Credits. Freundlich begrüßen. Menschenkommander, eine Freude, Sie zu treffen. Ja, das sind Elkor, ziemlich langsam denkende Wesen. Weil ich weiß. Aber ganz schön nett. Also. So, Nassana und Dantios. Ja, noch einen Diplomaten. Wo haben wir hier Nassana und Dantios? Da. Commander Shepard, ich bin Nassana Dantios. Wie ich sehe, haben Sie meine Nachricht erhalten. Haben Sie Ärger? Es klang, als bräuchten Sie Hilfe. Ja. Meine Schwester Dahlia ist auf einem Frachtschiff stationiert, das jenseits des Randes der Traverse operiert. Ihr Schiff wurde angegriffen und es gibt keine Berichte über Überlebende. Das tut mir wirklich leid. Das tut mir aufrichtig leid. Und da wird die Sache kompliziert. Letzte Woche erhielt ich eine Nachricht mit ihrer Stimme. Dahlia ist am Leben. Der Rest der Mannschaft wurde getötet. Aber sie hat man gefangen genommen. Die Sklavenhändler verlangen ein immenses Lösegeld von mir, wenn ich sie wohlbehalten zurückhaben möchte. Ihre Schwester wurde verschont? Warum wurde Dahlia nicht wie alle anderen getötet? Meine Schwester hat ihnen bestimmt gesagt, wer sie ist. Meine Familie ist sehr reich, Shepard. Ihnen ist bestimmt klar geworden, dass sie lebendig mehr wert ist. Wir sollten lieber bezahlen. Dahlias Sicherheit können Sie wohl am besten gewährleisten, wenn Sie das Lösegeld zahlen. Das habe ich auch gedacht. Ich habe getan, was Sie wollten, und das Geld auf das angegebene Konto überwiesen. Aber Sie haben sie nicht freigelassen. Sie haben sich seitdem nicht mal mehr gemeldet. Ich habe einen schrecklichen Fehler gemacht, Shepard. Ich bin eine diplomatische Abgesandte und gesetzlich verpflichtet, jede versuchte Erpressung sofort der Zitadellsicherheit zu melden. Aber ich hatte solche Angst um Dahlia, dass ich das Lösegeld stillschweigend bezahlt habe. Jetzt wird sie immer noch vermisst. Und wenn jemand herausfindet, was ich getan habe, könnte ich ins Gefängnis kommen. Was für ein dämliches Gesetz. Warum sollten sie ins Gefängnis stecken? Sie sind doch hier das Opfer. Es ist Regierungsvertretern auf der Zitadelle verboten, mit Terroristen zu verhandeln. Es ist einfach zu gefährlich.
Ein Lösegeld zu bezahlen, würde Kriminelle ermutigen und zu weiteren Entführungen führen. Theoretisch unterstütze ich das Gesetz ja. Aber als ich die Nachricht erhielt, konnte ich nur an Dahlias Sicherheit denken. Ich bezweifle, dass sie mich für das, was ich getan habe, ins Gefängnis schicken würden. Aber sie würden mich meines Postens entheben und Dahlia wäre noch immer in den Händen der Sklavenhändler. Sie brauchen meine Hilfe. Sie wollen, dass ich sie finde und zurückbringe. Sie müssen sie nur zurückbringen. Ich habe sie bereits für sie gefunden. Ich habe das Lösegeld über mehrere Konten nachverfolgt. Letztendlich führte es mich zu einer kleinen Söldnergruppe, die vom Artemis-Tau-Cluster aus operiert. Ich möchte, dass sie zu der Söldnerbasis fliegen, die Söldner ausschalten und meine Schwester zurückbringen. Ich werde sie reich belohnen. Ich nehme keine Bezahlung an. Behalten Sie Ihre Belohnung. Ich werde Ihre Schwester zurückbringen. Versprochen. Danke, Shepard. Ich wusste, dass Sie der Richtige für diesen Job sind. Kommen Sie bitte wieder her, wenn Sie den Job erledigt haben. So, haben wir eine Nachricht aufgeschnappt. Was für ein seltsamer Ort. Wenn nur ein paar mehr Menschen hier wären. Wen haben wir hier? Also haben Sie es tatsächlich gemacht. Ich wusste, dass einer von Ihnen eines Tages zum Spectre ernannt würde. Was wollen Sie von mir, Shepard? Hat Botschafter Udina Sie geschickt? Nein. Ich kam, weil ich es wollte und ich brauche Informationen. Diese Menschen. Immer so neugierig. Immer mit der Nase in anderer Leute Angelegenheiten. Ist das der richtige Ausdruck? Schon gut, vergessen Sie es. Gibt es noch etwas, was ich für Sie tun kann, Commander? Nein. Ich werde dann gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Hier dann noch. Ah, hacken wir nochmal die Computerkonsole. Die folgende Nachricht wurde von einem nicht erfassten Konto an verschiedene Empfänger über das Extranet versendet. Eine weitere Überwachung der Situation ist zu veranlasst. Meine biotische Gefährte, du wurdest auserwählt, diese Übertragung zu erhalten, weil wir das gleiche Schicksal teilen. Wenige verstehen uns und noch weniger respektieren uns. Wir müssen zusammenhalten, wir müssen uns unsere neue Welt erschaffen. Komm, schließ dich uns im Hawking-Ether-Klasse an. Nur zusammen können wir das Unrecht an unseren Leuten wieder gut machen. Das klingt ehrlich gesagt nicht allzu gut. Eine Sekte oder sowas. Ruhig, gelassen, entspannend. Wecken Sie mich auf, wenn das vorbei ist. Selbstverständlich, Rex. Entschuldigung, Commander Shepard. Hätten Sie vielleicht einen Augenblick Zeit für mich?